große Ehre. Es ist meine Premiere als Tunnelpatin, dann gleich bei diesem größten Eisenbahntunnelbauprojekt Europas Tunnelpatin sein zu können. Wir bauen hier Zukunft. Und zwar nicht nur österreichische, italienische. Dieses Projekt ist weit mehr als eine Tunnelverbindung zwischen unseren beiden Ländern. Wir bauen hier Verkehrszukunft, Klimazukunft Europas, in einem vereinten Europa, in einem friedlichen Europa. Und deswegen ist mir eine große Ehre, da heute hier zu sein. Das ist die modernste Verkehrsinfrastruktur, die wir haben. Und das wird auch für die Zukunft eine ganz besondere Bedeutung haben. Einerseits, was die Verlagerung der Güter auf die Schiene betrifft, andererseits auch für den Personenverkehr. Und man muss sich vorstellen, wenn man jetzt mit dem Zug derzeit von Innsbruck nach Bozen fährt, ist man 2 Stunden unterwegs. Künftig werden es 40 Minuten sein. Also man kann einen Kaffee trinken gehen, fährt mit dem Zug hin in Bozen, kann man Kaffee trinken gehen, wieder zurückfahren. Also es verbindet uns. Hier ist eine Verbindung und wird eine Verbindung geschaffen zwischen Tirol und Südtirol, wo man einfach merkt, wir gehören zusammen. Der Brenner Basistunnel ist das Herzstück der Eisenbahnachse vom europäischen Norden in den Süden und damit ganz zentral für die europäische Integration, aber natürlich auch für unser Land bei der Entlastung von der Transitlawine. Wenn der Brenner Basistunnel einmal offen ist, dann werden sehr, sehr, sehr viele Güter auf der Schiene transportiert werden und das auch noch kostengünstiger und schneller als auf der Straße. Und dann wird endlich die Entlastung einsetzen, die sich viele von uns schon seit Jahrzehnten eigentlich wünschen. Ja, es ist ein europäisches Projekt. Hier überwinden wir Grenzen. Wir führen die Länder zusammen, aber vor allem die Menschen zusammen. Und als Südtiroler sage ich natürlich, es ist für uns von besonderer Bedeutung. Tirol und Südtirol rücken wieder näher zusammen mit diesem Projekt. Es schreitet jetzt wirklich mit großen Schritten voran. Wir freuen uns alle darüber. Jetzt gilt es, das auch umzusetzen. Die Zulaufstrecken im Süden sind auch im Bau. Das ist in Angriff genommen worden. Und dann haben wir wirklich ein großartiges Projekt, das in die Geschichte eingehen wird, auch umgesetzt. We'll be right back.